Servus Leute und herzlich willkommen zurück bei Dänemar. So, und damit herzlich willkommen zurück zu diesem heutigen Video. Ich muss erstens schon mal vorweg sagen, ich hoffe, dass es auch gut komplett durchgeht, weil ich muss ja erst also mal sagen, ich bin erkältet. Also es kann sein, dass ich irgendwann im Laufe des Videos richtig heftig husten muss. Ja, aber ich versuche durchzuhalten. Denn es gibt ein Thema, das ist sogar irgendwie relativ aktuell. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich aus diesem Video gerade ein Meinungsvideo oder ein Talkvideo machen muss, aber es könnte doch irgendwie beides sein. Das ist irgendwie eine Mischung aus beiden erstmal. Also es geht nämlich darum, das habt ihr bestimmt irgendwie auch schon mal gehört. Erstens, der Punkt, das habt ihr bestimmt mal gelesen, dass die Generation Z jetzt immer mehr auf alte Nokia-Handys setzen tut. Ne, ihr kennt doch diese alten Nokia-Handys mit den Tasten und so weiter. Also nicht eben so ein schickes Smartphone hier, sondern eben noch was Altes. Ne? Eben mit diesen ganzen Tasten und sowas. Ich glaube, das hatte jeder von uns als vielleicht mal, als wir noch klein waren. Also ich hatte es tatsächlich, ja. Ich hatte es, als ich jünger war tatsächlich. Das war auch einer meiner ersten Handys, war tatsächlich, glaube ich, sogar ein Nokia. Ein Tastenhandy. Danach ein Samsung. Tastenhandy. Okay. Der Punkt ist, dass immer mehr eben auf alte Handys so zurückgehen. Und da denke ich mir so, okay, wem es halt gefällt, ja, muss aber doch dazu eigentlich sagen, ganz ehrlich, aber ein Smartphone ist doch eigentlich an sich eine gute Sache. Weil es ist eigentlich ein PC, oder in diesem Fall hier, ich habe halt Laptop, aber ne, es ist dieses Gerät hier, oder sogar PCs, und ihr wisst ja wahrscheinlich, wie groß PCs sind, da hast du einen Monitor, dann einen Rechner, musst du dann noch eine Tastatur und eine Maus und so weiter, das hast du halt auf dem Tisch, und eigentlich an sich, genau das hast du hier drin, in einem kleinen Gerät. Das ist eigentlich ein tragbarer PC eigentlich. Klar, okay, ein PC ist besser von der Leistung her und so weiter. Aber es geht um das Prinzip. Ein altes Nokia-Handy hat das nicht. Ne? Warum sage ich das hier eigentlich? Ganz einfach, weil ich sehe das jetzt nicht als ein Fortschritt, sondern eher als ein Rückschritt. Weil, ich meine, wie gesagt, wem es gefällt, okay, dann mach das halt. Ne? Mach das halt. Aber okay. Ist halt deine Sache. Aber trotzdem, ich sage ja hier, das könnte ein Meinungsvideo sein, tatsächlich. Weil, ja, ich sage gerade meine Folge ist meine Meinung. Also, ja, es wird. Überlege ich mir später im Video. Weil das Ding ist, guck mal, du kannst auch hier drin googeln. Zum Beispiel irgendwie, wenn du. Das ist mir so aufgefallen, wenn ich irgendwie nachts irgendwas missen möchte. Ja, nachts, man kennt es auch so, diese Gedanken, wenn du so im Bett liegst und du denkst, ja, jetzt eine Runde schlafen. Und dein Hirn denkt sich irgendwas. Bei mir sind es halt irgendwelche Fragen und so weiter. Dann denke ich mir so, okay, gehe ich zum Handy und google genau das. Und okay. Ja, früher müsste, in den 90ern zum Beispiel, wenn überhaupt, ich weiß ja nicht, ich kenne die 90er nicht, aber ja, damals musstest du erstmal so einen PC einschalten. Und das war, ich glaube, das muss damals eine richtige Kiste gewesen sein. Ja, das ist wichtig für mich in diesem Thema. Hey, das wird ein Talk-Video, ganz ehrlich. Es wird ein Talk-Video. Ja. Weil ich es hier über Generationen und sonst irgendwas schreibe. Genau. Denn das Ding ist, jetzt kommen wir nämlich mal zur anderen Sache. Und zu dem wichtigen Ding, es ist mir schon mal aufgefallen, dass es so viele Leute gibt, die sagen, ja, ich würde so gerne in den 90ern leben. Und damals war doch alles besser. Ja, ganz ehrlich, was war damals besser? Dass du kein Handy hattest. Ja, super. Aber ganz ehrlich, wenn du so ein Problem damit hast, weißt, das sind so Kommentare, ne? Das lese ich immer so auf Instagram, dass so Leute sagen, ja, die 90er, die waren viel besser. Ja, lasst alle zurück in den 90ern und so und sowas. Da denke ich mir so, ja,
Dann fang mal an. Dann fang mal an. Guck mal, wo kommentierst du? Richtig, auf Instagram. Gab es Instagram schon in den 90ern? Ich glaube nicht. Da gab es überhaupt kein Social Media, glaube ich. Vielleicht irgendwelche irgendwelche, keine Ahnung, wenn überhaupt, ich weiß es nicht. Okay, keine Ahnung, aber auf jeden Fall nicht sowas. Ganz ehrlich, wenn du ein Problem damit hast, mit dem ganzen Social Media, dann lösch doch Social Media, bin ich ehrlich. Dann lösch es halt. Wenn du ein Problem damit hast, dann lösch es halt. Natürlich hat Social Media seine Probleme oder so. Aber ich sag's, wie es ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in den 90er besser war. Nee. Weil, ihr müsst wissen, ich bin ja auch Generation Z. Ich bin im Jahr 2000 geboren worden. Ich bin im Jahr 2000 geboren worden. Und das Ding bei der Generation Z ist, wir sind, was Technik angeht, ne, wir sind so ein bisschen wie die Millennials, weil also wir sind ja auch so ohne Smartphones und so aufgewachsen. Aber trotzdem, wir sind halt mit denen reingewachsen, ne? Wir sind so ein Zwischending. Wie gesagt, die Millennials hatten gar kein Smartphone. Ihre ganze Jugend und Kindheit keine Smartphones. Die Generation A oder wie die heißt, oder heißen die Alpha? Weiß ich nicht. Heißen die A oder Alpha? Ja, die kriegen ja schon teilweise mit 3 Jahren oder so ein Handy in die Hand gedrückt. Ja, klar, ja, mach was du willst. Pff, guck deine ganze Scheiße oder so, aber lass mich in Ruhe. Du bist wenigstens ruhig. So in der Art, ne? Das war bei der Generation Z nicht der Fall. Und genau dadurch, ich weiß ja auch, wie das an sich war ohne Smartphones. Natürlich. Und ich sag halt, wie es ist. Die meisten Leute, die verstehen den Wert dieses Gerätes nicht. Die sehen dieses Gerät als den Teufel an. Also die Leute, die halt eben sagen, ja, die 90er waren besser. Die sehen das Ding als der Teufel an. Als sowas wie der Antichrist, der unsere Welt ins Verderben gestürzt hat. Ja, aber Leute. Dieses Gerät hier, das kann auch Gutes. Klar, es kann einem kaputt machen. Es kann aber auch einen aufbauen und verbessern. Es kann vieles ändern. Weil, ich sag, wie es ist. Und jetzt gehe ich mal aus der eigenen Ding raus. Ohne dieses Ding hier und dieses kleine Gerät, oder auch mein altes Handy, ne? Also, aber diese Geräte, ich sag, wie es ist. Die haben mein Leben an sich eigentlich zum Guten geändert. Weil ohne dieses Gerät hier hätte ich heute gar keinen einzigen Freund. Und warum? Weil ich sie alle nicht kontaktieren könnte. Ja, weil ich sie alle nicht kontaktieren könnte. Und auch sonst, das wäre nur ein paar Handvoll Freunde. Ich sag, wie es ist. Guck mal, ich habe letztes Jahr ein Vlog gemacht, wo ich diesen einen Typen Wally getroffen habe, hier auf dem Messplatz. Den Typ habe ich im Internet kennengelernt. Nur mal so. Und ich sage, wie es ist, ich habe seit letztem Jahr eine beste Freundin. Ist übrigens sie ist toll. Und sie ist wundervoll. Ganz ehrlich. Und ich habe sie nur dank diesem Gerät ja, toll. Dank diesem Gerät hier kennengelernt. Ja. Okay. Alles gut. Also, wie gesagt, dank diesem Gerät hier habe ich sie kennengelernt. Ja, und das wäre ohne das nicht, ohne das hätte ich das nicht. Ohne dieses Gerät hier hätte ich das halt nicht. Und das ist es. Das Gerät kann einem sozial bessern. Weil es eben, einem das Leben verbessern kann. Zum Beispiel eben, machen wir mal ein Beispiel. Und ja, das zum Beispiel für Leute, die es schwer haben, in echt Freunde zu finden. Und ehrlich gesagt, ich gehöre dazu, kann ein Handy, oder ehrlich gesagt ein Smartphone, kein Handy, ein Smartphone, eigentlich die perfekte Lösung sein. Da lädst du der Social Media Plattform runter, am besten Instagram, obwohl, okay, heutzutage geht das leider auch nicht mehr, oder Snapchat, weil
Da kannst du halt wirklich noch Leute adden und anschreiben und da auch kennenlernen. Oder auch andere Kennenlern-Apps. Ja. Keine Dating-Apps. Ich empfehle keine Dating-Apps. Aber Sachen, wo du Leute kennenlernen kannst und so. Aber auf normal. Kann ich immer gut empfehlen. Kann ich immer gut empfehlen. Ja. Dennoch, die Leute, die halt, ja, es gibt halt, wie gesagt, Leute, die sagen, die 90er waren besser. Das sind die Leute, die damals aufgewachsen sind. Die haben einfach diese einfach, ja, Nostalgie-Dings. Aber ich sag, wie es ist, war das wirklich geil damals? Ich glaube, die Leute denken, die denken sich immer so, ja, weißt du, damals, was, da haben wir noch dies gemacht und haben noch das gemacht und so. Und ja, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich noch zum Beispiel eben, wie ich noch zu einem Kumpel zu meinen Freunden gegangen bin und noch bei denen persönlich geklingelt habe und da und nachgefragt habe und so. Ja, kann ich auch. Und ich sag, wie es ist, ich hab's gehasst. Ich hab's gehasst. Jedes Mal, vor allem weil meine Freunde hatten damals nie Zeit. Als ich Kind war, ich hatte zwei Freunde. Und ich kann das sagen, einer davon war Marian. Den kann ich sagen. Und der andere, ich weiß nicht, wie ich. Der hat einen Online-Name. Der hat irgendwie. Ich weiß aber nicht, wie ich den so nennen soll. Auf jeden Fall der Typ. Das waren meine zwei einzigen Freunde damals. Und ich musste halt dann jedes Mal zu denen gehen und zu so klingeln. Erstens schon mal das, ich hatte wirklich nur zwei Freunde. Ich sage ich, wie ist das? Hätte ich das hier schon als Kind gehabt, hätte ich bestimmt mehr. Eventuell. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Weil, ganz ehrlich, Leute, gebt euren Kindern kein Smartphones. Das ist gefährlich. Und vor allem kein Social Media. Handy, ja. Smartphone, nein. Da bin ich auch knallhart. Weißt du, als Jugendlicher. Okay. Eventuell, ja, dass du auch mit deinen Freunden, wenn du welche hast und so in Kontakt bleibst und so weiter. Ja, klar. Aber ja, einem Kind würde ich in bestimmten Alter kein Smartphone geben. Bin ich auch ehrlich. Bin ich auch ehrlich. Klar, wie gesagt, ich hab's, klar, aus eigener Sicht, ich hab's damals gehasst, immer zu meinen Freunden latschen zu müssen und dann zu fragen, ob er Zeit hat. Gut, die wohnten nicht weit. Aber ich mochte es trotzdem nicht allein schon, weißt, um einmal durch die Straße durchzulaufen und dann zu fragen, ob der eine Zeit hat. Und dann nur um dann zu heißen, ja, der ist nicht da. Und dann wieder alle zurückzugehen und mich dann, ja. Das ist dann irgendwann besser geworden, weil ich dann die Leute angeschrieben habe, hey, hast du Zeit? Und das war besser. Sag ich, wie es ist. Das war doch besser. Aber nee, natürlich, irgendwelche 90er-Typen sagen natürlich, damals war es besser. Nein. Wie gesagt, nein, war es nicht. Nur weil ich andere. Man muss auch mal Sachen in der Moderne schätzen, bin ich ehrlich. Das Ding ist halt, ja, die Zeit war damals einfacher, weil du zum Beispiel eben noch nicht so viel Technik hattest. Ja. Aber ob es wirklich besser war? Keine Ahnung. Vielleicht für die Typen, die damals. Zum Beispiel in der Schule die beliebten waren und deshalb viele Freunde hatten und so weiter. Bestimmt. Bestimmt. Aber ich bin mir sicher, für die Leute, die wenig Freunde hatten und generell eher so introvertiert waren und eher schüchtern, für die war das bestimmt schlimme Zeiten, weil die nicht viele Freunde hatten. Und auch nicht Dings. Bin ich mir sicher. Es ist halt immer der Nostalgiefaktor. Wenn du dir zurückdenkst, wie es damals war. Und deshalb sagen ja viele, ja, früher war alles besser als heute. Aber ganz ehrlich, war es das? War es das? Wenn man bedenkt, wie gut verknüpft wir alle heutzutage eigentlich sind. Und ja, okay, na natürlich, es gibt Probleme mit Social Media. Das sage ich ja nicht. Ich sage nicht, dass es keine Probleme gibt. Natürlich. Das Problem ist nämlich, dass Social Media eigentlich nicht wirklich sozial ist, sondern dass es halt, ja, obwohl man Social Media hat, ist man trotzdem eigentlich so einsam wie noch nie zuvor. Das stimmt. Weil das Ding ist halt, klar, man findet nicht immer Freunde auf Social Media. Das ist wirklich wie so ein, fast schon wie ein Glücksspiel, kann man sagen. So auf, oder auf gut Glück. Du kannst welche finden, aber du kannst auch ziemlich leer ausgehen. Klar. Aber. Es ist doch einfacher, vor allem als Erwachsener,
ist es doch viel einfacher als einfach auf der Straße. Ja, also, ne? Also, ich sag, wie es ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Social Media alles löschen würde und sagen würde, ne, ich mach wieder so auf Oldschool-Dings, dann wäre ich ziemlich einsam, weil ich damit alle meine Freunde verlieren würde, die ich habe, und ich würde auch keine neue mehr finden. Weil draußen, das kann man heutzutage einfach nur vergessen. Nee. Ja, trotzdem an sich regt mich es immer auf. Weil die Leute, wenn die Leute einfach sagen, ja, früher war alles besser als heute. Ja, aber ganz ehrlich. Nee, auch generell. Auch wenn ich zum Beispiel irgendwie so höre, ja, zum Beispiel, ja, die Serien von damals waren besser. Ja, ganz ehrlich, wenn du sagst, also, wenn du so sagst, ja, die Kinderserien von damals waren besser als heute. Was schaust denn du dann bitte schon für Kinderserien heute an, ne? Mal ganz ehrlich, was schauen. Das sind bestimmt Personen, die keine Ahnung, irgendwie nur die heutigen SpongeBob-Folgen oder so wahrscheinlich kennen. Oder keine Ahnung. Irgendwie so, so. Aber es gibt auch heute sehr gute Kinderserien, die vor allem auch tiefgründig sind, storyhaltig und sonst irgendwas. Eines der Beispiele ist Gravity Falls zum Beispiel. Das ist. Okay, es ist eigentlich keine Kinderserie von heute mehr, wenn man es mal so sieht. Das ist ja auch schon 10 Jahre alt. Ja. Also, wenn man so bedenkt, oh mein Gott. Das heißt, aber es gab auch noch andere Serien, die so sind. Ja, zum Beispiel sehr gut Kritik gehalten hat er dieses Willkommen im Haus der Eulen zum Beispiel. Das ist eine sehr aktuelle Serie, auch wenn die schon vorbei ist. Sie ist im Vergleich sehr aktuell. Und das ist doch auch eine gute Serie. Ja. Also, ganz ehrlich, da habe ich Serien gesehen, die von ganz früher sind, da ich mir so denke, ernsthaft jetzt? Wenn man sich mal bedenkt, weißt, heute ist es halt so, Serien sind teilweise tiefgründig geworden. Storyhaltig und fesselnd. Während es also ganz früher es einfach Serien gab, die eigentlich jede Serie von ganz früher zum Beispiel, noch wirklich noch von ganz früher, noch wirklich von 50ern oder so, es ist eigentlich nur daraus ging einfach Gewalt. Ja, damals war alles Gewalt. Egal, Hauptsache Peng. Das ist egal, was Hauptsache jeder Szene musste geschlagen werden. Und das ist halt heutzutage nicht mehr so der Fall. Klar, es gibt immer noch solche Serien. Und klar, die sind auch wirklich Schrott. Bin ich ehrlich. Also, ja. Aber trotzdem. Das ist einfach so ein Beispiel. Wenn Leute immer sagen, ja, früher war alles besser als heute. Aber es stimmt halt auch wieder nicht. Natürlich, es gibt heute schlechte Dinge. Aber es gab auch damals schlechte Dinge. Weil, klar, Technik ist immer so ein Ding. Und man muss natürlich auch immer aufpassen. Klar, also, ja. Das Einzige, was ich halt an sich sagen muss, so ein Hut ab Ding. Es gab damals keine KI. Ja, das ist das Einzige, weil ich sehe das ein bisschen, ne? Weil KI könnte wirklich irgendwann alles zerstören. Ich meine nicht so die Menschheit mit einem bösen Super-Roboter, Ultron-mäßig oder was, oder Terminator-mäßig. Ja, hier die Menschheit vernichten oder so. Nein. Sondern es können halt irgendwann einfach Lügen gemacht werden. Weil du irgendwann nicht mehr weißt, was echt. Zum Beispiel durch KI-Bilder so. Du weißt irgendwann nicht mehr, was echt oder was fake ist. Durch Texte, du kannst. Das ist es, was ich wirklich negativ finde, ja. Aber ansonsten, technischer Fortschritt ist wichtig, egal auf welcher Weise. Und deshalb ist es hier und jetzt doch eigentlich immer besser als die Vergangenheit. Also, ich sag, erst wenn irgendwann überall alles irgendwie, keine Ahnung, so technisch ist, dass ich komplett über die überwacht werde oder so, dann kann man sagen, was früher alles besser war. An dem Punkt, an dem du Ding, abgesehen von. Ja gut, aber ihr wisst, was ich meine. So eine erst wenn so dystopische Dinger sind, wie so Cypher-Film, dann kann man mir sagen, dass früher alles besser war. Ganz ehrlich. Ja. Keine Ahnung, wenn du so rausguckst und überall fliegen Drohnen rum, die dich auf jeden Schritt und Tritt überwachen. Oder es irgendwie Cyborgs gibt, die irgendwie in so Augenkameras haben, um dich zu überwachen oder sowas. Ja. Dann kannst du mir sagen, dass früher alles besser war.
Aber ganz ehrlich, zur Zeit ist es eigentlich eine ganz, ist es doch eigentlich relativ gut. Weil, wie gesagt, Technik ist wichtig. Es ist doch immer besser. Ja. Weil, wie gesagt, solche Smartphones sind besser als solche irgendwelche alten Tastenhandys. Weil, toll, du konntest SMS schreiben. Du konntest Bilder, Videos machen. Bilder mit, okay, nur mit einer sehr schlechten Qualität halt. Ja. Da hast du ein Bild gemacht, so posiert. Und dann sah es aus wie das, ja, verschwommenes Etwas. Oder was auch immer. Schlechte Qualität halt. Um Nachrichten zu senden, musstest du jedes Mal zahlen und so weiter. Ganz ehrlich, war das besser, Leute? Ist das besser? Ist das besser? Nein. Ganz ehrlich, da kann man, heutzutage kann man sich halt WhatsApp runterholen, runterladen. Runterladen. Und kann dann kostenlos schreiben, solange du halt Internet hast. Aber du kannst kostenlos schreiben. Ja. Also deshalb, das Ding ist, man muss auch mal die Vergangenheit einfach Vergangenheit sein lassen. Mir ist halt aufgefallen, dass wirklich viel zu viele Leute in der Vergangenheit leben und sich diese zurückwünschen. Aber wie gesagt, es war damals nicht alles besser. Weil heute hast du so viel auch technische Dinge, die dir Sachen erleichtern. Allein schon eben auch das Internet ist doch heutzutage sehr gut, weil es dir auch ermöglicht, zum Beispiel, es ermöglicht es dir, auch dich besser zu informieren über Dinge. Wikipedia halt. Zum Beispiel damals hat es, zum Beispiel in den 90ern oder so, glaube ich. Ich bin nicht geboren worden. Wenn es so damals die Wikipedia gab, dann na, schreib es mir in die Kommentare oder so. Kann sein, aber ich weiß nicht. Klar, vielleicht habe ich auch ein schlechtes Bild davon, aber ich glaube nicht, dass es damals so ausgeprägtes Internet gab. Allein wenn ich mir nachdenke, was es damals auch für Windows-Plattformen und sowas gab, das war nicht so ausgeprägt wie heute. Nein. Auf jeden Fall, du kannst dich heute mehr informieren als damals. Damals war halt deine Quelle für Wissen ja die Schule. Heute Quelle Wikipedia. Ja. Damals Quelle Schule, der Lehrer. Ja. Heute Wikipedia. Und ich sage damit nicht, dass die Schule schlecht ist. Ich sage aber einfach damit, man muss auch sein Wissen außerhalb von Schule lernen können. Und damals war halt, okay, entweder dein Wissen, ja, Schule, oder okay, das relativ veraltete Lexikon. Ja. Aber eine Webseite, die du einfach so bearbeiten kannst, okay, nicht einfach, aber, und die dann auch von anderen Leuten überprüft wird, ob das stimmt und so weiter, ist doch viel besser als einfach so ein Lexikon oder so. Weil man kann es updaten. Auch Fakten über eine Person. Ne? Kann man so solche ändern. Ja. Und man kann es auch besser nachlesen. Solche, wann die Person auch gestorben ist und so. Wenn es solche eine aktuelle Person war. Dann musst du nicht erstmal solche ein neues Buch schreiben oder so, dass die Person dran steht. Wie zum Beispiel die Queen. Die, was hat, letztes Jahr oder so gestorben ist? Es war letztes Jahr. Es war letztes Jahr. Es war letztes Jahr. Es war letztes Jahr. Die gestorben ist. Es ist einfach schon 2 Jahre her, dass die Queen von England gestorben ist. PS, Quelle Wikipedia. Ja, das meine ich. Ja, guck mal, ich habe das jetzt nicht genau gewusst. Ich dachte echt, das wäre letztes Jahr gewesen. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Krass. Aber guck, also in den 90ern hätte ich dafür irgendein Buch aufschlagen müssen, wenn überhaupt, wenn es in einem Buch gestanden wäre oder was auch immer. Oder vielleicht einen Zeitungsartikel rauskramen oder was auch oder irgendeine Person fragen müssen, die es weiß. Heute kann ich Wikipedia fragen. So, Leute, auf jeden Fall, ja, das war jetzt tatsächlich ein langes Video, weil ich auch hier viel erzählt habe, ja. Weil ich finde, das ist ein für mich persönlich wichtiges Thema, weil
Ja, ihr müsst wissen, persönlich mich stört das voll, wenn Leute immer sagen, ja, früher war alles besser. Ja, ganz ehrlich, guck mal, die Leute, viele sagen, in den 90ern war alles besser. Ja, super. Und dann, oh, guck mal, Boomers, die in den 60ern oder so, also in der Nachkriegszeit so geboren sind, sagen auch, dass es damals besser war. Aber ganz ehrlich, nein. Nein, ist es nicht so. Es ist nicht so. Ganz ehrlich. Klar, jede Generation sagt, dass ihre Zeit am besten war. Ihre Zeit war am besten. Man muss aber auch mal die heutigen Dinge schätzen und auch die Vergangenheit loslassen. Guck mal, ich tatsächlich war auch einer, der ich tatsächlich auch mal so ein bisschen dachte, so weißt du, das sieht, ja, und damals, auch zum Beispiel, bei mir war es dann so die frühen Zehner und sowas. Dann habe ich aber irgendwann echt realisiert, auch die waren eigentlich nicht so geil. Also, es waren schöne Erinnerungen, ja. Aber ganz ehrlich, also ich würde da auch nicht wieder zurück wollen. Nein. Nein. Ich meine, klar, okay, es gab schon damals Smartphones und so weiter, aber die waren noch nicht so ausgeprägt wie heute. Ja. Auf jeden Fall, aber jetzt, bevor ich jetzt hier eine halbe Stunde oder so rede, beende ich jetzt dieses Video. Also ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Ne? Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Like da lachen. Da lassen. Und gerne auch ein Abo und auch ein Kommentar. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung, was ich als nächstes machen werde. Weil, ja, wie gesagt, contentmäßig ist es gerade ein bisschen eigentlich schon schwierig, abgesehen, dass ich hier von solchen Meinungsvideos oder so, weil ich möchte keinen Roblox-Content mehr zurzeit machen, habe auch eh keine Motivation mehr für Roblox und am Laptop kann ich eh nicht großartig aufnehmen. Ja, das ist am Laptop aufgenommen, aber mehr kriege ich nicht hin, weil ich da den Browser nicht gescheit nutzen kann, weil 3 RAM. So, auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal.